Ich gratuliere ganz herzlich dem diesjährigen Champion. Der Randstad Deutschland GmbH. Wahnsinn, was für eine Leistung. 415 Arbeitgeber. Und sie konnten sich auf den ersten Platz vorringen. Wir freuen uns sehr und sind natürlich auch total stolz. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in neue Technologien investiert und trotzdem nie den Menschen aus dem Auge verloren. Uns ist ein persönlicher und dennoch professioneller Auswahlprozess sehr wichtig. Und wir möchten immer sehr nah am Kandidaten sein. Das kann durchaus sein, dass jemand mal nicht passt auf den Job, aber wir sehen es als unsere Profession zu gucken, ob er dann vielleicht irgendwo anders passt. Alles in allem sehen wir uns als Karriereberater und wollen Technologie und das Persönliche und Menschliche miteinander vereinen. Und dass wir das ganz gut machen, zeigt uns diese Platzierung. Ja, wir freuen uns ganz schön. In den letzten Jahren hat sich ja einiges getan in der Digitalisierung. Das merkt man natürlich auch im Recruiting. Durch Chatbots, durch Videointerviews. Wir haben Scheduling, wo sich die Kandidaten zu bestimmten Terminen einbuchen können automatisch. Also ist schon viel passiert. Die Prozesse sind vereinfacht. Also für den Recruiter als auch für den Kandidaten ist es einfacher geworden. Es ist auch wichtig, dass man in einem frühen Stadium schon den persönlichen Kontakt zum Kandidaten aufnimmt. Und einfach durch den ganzen Rekrutierungsprozess den Kandidaten persönlich betreut. Das nennen wir bei Randstad Tech and Touch, also dass man wirklich die Technik auf der einen Seite hat, aber auch die menschliche Komponente nicht verliert. Aber bei all den Tools, die wir heute nutzen und auch noch nutzen werden, ist auch der menschliche Faktor immer noch entscheidend. Und das ist uns natürlich als Unternehmen auch extrem wichtig.